Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge God of War. So. Der Bruder hat vergessen zu speichern. Das machen wir gleich mal. Oh, ihr seht doch, wann ich das aufgenommen habe. Am 3.5.21. Mein Plan ist es, wenn ihr diese Let's Play seht, ist das Let's Play ziemlich weit fortgeschritten oder so, ja, schon komplett aufgenommen. Also, mal sehen, wie viele Monate jetzt dazwischen liegen. Aber eigentlich, wenn ich mich ranhalte, könnten bloß ein paar Wochen sein. Aber da der Onkel Buddy noch andere Dinge aufnehmen muss, eigentlich muss ich ja für nächste Woche das andere aufnehmen, aber von meinen jetzigen Projekten, die jetzt aktuell laufen. Gut. Aber ich hab keinen Bock. Gibt es. Er hat keinen Bock. Manchmal hat er keinen Bock. Sieh dir das an. Was ist das? Junge. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Hier? Nee. Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Das ist auf jeden Fall, was wir hier brauchen, ja. Der Teil ist richtig. Hat sich noch nicht viel getan. Nee, das war falsch. Da hat er immer komplett rumgemusst. Mein Fehler. So, immer komplett drehen. Sehr gut. Ich sehe Runen. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Kinslow? Es ist was passiert. Ich würde gerne diese alte Sprache mal lernen. Hat geklappt. Wahnsinn. Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Arme Zicke. Was ist denn da drin? Ist das die füllte Zicke? Oh, was ist denn hier? Kann man immer brauchen. Die habe ich beim zweiten Durchgang nicht gefunden. Nicht Was ist das da oben? Was meint er? Da? Er stand schon fast runter. Oder meint er hier irgendwas? Hier war irgendwo mal ein Rabe, den hast du nicht mal gesehen. Da, siehst du, da ist er doch. Da, seht ihr den? Da. Drecksvieh. Ah. Das ist der... Hab dich. Wer findet denn sowas? Ich nicht. Mit meinen trüben Adleraugen. Junge. Diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Oh.
Holy shit. Mir geht's gut, das geht vorbei. Konzentrier dich. Ach, verdammt, das war blöd. Zurück, Junge. Da hinten ist Heilung. Ich brauche mal Heilung. Siehst du, der bringt mir Heilung. Ist doch schon wieder einer. Wo ist denn der? Der lebt ja immer noch. Oder ist der schon wieder... Hier eine Runde drehen hier, wa? Hatte ich nicht irgendwas? Warte mal, was hatte ich denn hier an Fähigkeiten? Hatte ich hier nicht irgendwie was? Ach ja, der. Eins, zwei, drei und dann den hier. Hat aber auch nicht so viel geholfen, oder? So, eins, zwei, drei. Und dann ist er weg. Mit dem möchte ich nicht tauschen. Nee. Alle erledigt. Alter Falter, schwerer Runengriff. Den können wir gleich mal auswählen. Oh, der hat, guck mal, der hat Frost. Frostschaden. Ivaldis Amboss. Sehr gut. So, weicher Stahl. Bestinarium. Brenner Daudi. Wie hieß der andere? Der andere hieß Daudi. Kaupmardr. Sehr gut. So, jetzt kommen wir hier zu einer Truhe. Wo sind die? Die war hier hinter, glaube ich. Kann ich das hier brauchen, ja? Nein, geht nicht. So, da haben wir was, da haben wir was. Was steht da? Die Runen stehen für die drei Nornen. Nornen? Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Warum ist schon wieder so ein oller Adler? Was wir finden, finden wir. So, das ist jetzt das Problem. Hier muss man schnell sein. So wie ich mich wieder kenne. Warte mal, ich geh mal hier.
ein Stück höher. Hey, warte auf mich. Ja, wir bin ja nicht weg hier. So, den haben wir. Haben wir die geschafft? Wir können die Truhe. Oh! Es ist. Du hast nur eine bestimmte Zeit. Das vibriert der Schall und nach ein paar Sekunden würde die da hinten wieder ausgehen und oh, war dick hier schon. Also bei dem ersten Durchgang habe ich hier bestimmt eine halbe Stunde gesessen. Bei manchen brauche ich immer noch so lange. Jawohl! Sehr schön, maximale Gesundheit wird erhöht. Guck mal, wie der Balken wächst. Das hat der Buddha gerne. So. Achso, ich muss erstmal hier. So, den nach oben. Das macht schon Laune, Alter. Das ist richtig. Richtig cool gemacht. Junge. Ha, interessant. Sollte ich mir aufschreiben. So, neues Wissen. Gebet an Odin. Haben wir hiervon schon alles geguckt? Ja, Riesen, Jötner, Marktplatz, Versiegelung, Svartalfheims. Gut. Okay, dann können wir hier wieder runter, ja? So, dann gucken wir uns mal hier um. Heilung brauchen wir keine. Da war irgendwo... Jetzt weiß ich gar nicht, wo es hier lang ging. Von hier kommen wir? Ne, warte mal, wir sind von ich da. Ich wünschte, die Mutter wäre hier. Oh, siehst du? Da geht's schon los. Da verpasst du mal ganz schnell was. Weil du denkst, du bist von da gekommen, aber... Naja, sah ein bisschen anders aus als vorher. So, wir sind immer noch auf Wildschweinjagd. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Okay. Ich finde immer lustig, wie man am Anfang immer so jeden Cent umdreht. Weißt du, so, oh, ich möchte das gerne haben. Jetzt zeige ich wieder kein Silber. Ach, das ist doch alles scheiße. Das Leben ist so ungerecht. Ich habe Depressionen. Alles ist scheiße. Und nachher zum Endgame hin, dann so zum Ende der Story, dann so, oh, hier, Fofis im Club. So ungefähr, Junge, kann man sich das hier kann vorstellen. Ein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste. Ist eigentlich auch eine traurige Geschichte hier mit dem Keiler gleich. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Macht man mit. Wenn man was sieht, macht man es mit. Ist nun mal so. Aber wie gesagt, es wird hier kein 100% dran. Welche Menschen sind diese komischen toten Dinge?
Weil dann müsste ich ja wissen, wo alles ist. Und das tue ich bei Weitem nicht. Ich kann mir nicht mal merken, ein Kumpel, der Herr Funke, der streamt zurzeit Control, der hat mich heute bei seinem Stream so... Ob sie wohl gekämpft haben? Der fragte mich dann so eine Sache da und ich hab's einfach nicht mehr gewusst. Konnte es ihm einfach nicht mehr erklären, wisst ihr? Also, worauf man jetzt achten muss oder wie auch immer, wisst ihr? Im Grunde habe ich dann das gesagt, was am einfachsten war, nämlich Spiel, worauf du Lust hast oder wie du Lust hast. So, von da kommen wir, ne? Hey, sieh dir das mal an. Ja. Ihr habt aber auch wirklich keine Menschen, außer die, die wir da getroffen haben. Die wollten uns entledern. Die wollten uns fressen. Kampfsystem ist cool. Ich hoffe, der zweite Teil, der wird so Hammer. Wenn der zweite Teil kommt und das gibt es im Bundle. Oh, wieso kann ich denn den hier... Wieso kann ich denn den... Ach so, nee, das sind die anderen Blauen. Das sind ja hier bloß so eine... Die sind nur blau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, der neue God of War, denn da bin ich ja mal gespannt. Gibt es das mit der 5 im Bundle? Also, ich hab schon gesagt, solange der Handel keine PlayStation 5 bringt, also direkt vor Ort Verkauf, kannst du das vergessen. Ich bin ja mal gespannt jetzt, wie das jetzt wird, jetzt mit den, ob so Mediamarkt und so, dass die jetzt aufrüsten. Weil jetzt kannst du ja teilweise jetzt schon einkaufen mit Negativtest. Und dann müsste man das mal vielleicht gucken dann. Aber vor nächstes Jahr hole ich mir eh keine PlayStation. Ich glaube auch nicht, dass dieses Jahr noch God of War rauskommt. Ich schaff das. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Er ist auch immer so wütend, wisst ihr? Ich meine, ja, das ist nicht schön, wenn man was verliert, aber... Was soll er jetzt machen? Er ist ja jetzt doch ein Junge. Bisschen aufgeregter. Oh, der Bengel ist weg. Junge! Wo bist du? Schnell, Vater! Hab ihn gefunden! Beeil dich doch! Oh Gott, hier sieht nicht weiter. Atreus! Er wird langsamer! Warte auf mich, Junge! Vater, hier drüben! Atreus! Was hast du getan? Es tut mir leid! Atreus! Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht, er ist mein Freund.
Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld, ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So nah. Fokka. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Bei meinem Arzt gibt es eine Arzthelferin, die sieht genauso aus wie sie. Exakt. Nicht die Haare, aber das Gesicht. Wie aus dem Ei gepellt. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Wie sie da steht und wartet, wisst ihr? Alter, das Vieh ist schwer. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Millie! Schau! Ist schon gut. Eine Schildkröte. Die wohnt in einer Schildkröte. Ja, unter einer Schildkröte. Ist der nett? Junge. Es droht keine Gefahr, versprochen. Guck mal, der Hirsch hier. Wir haben schon innerlich davon. Das dürfen wir dir aber nicht sagen. Er ist harmlos. Das ist schon beeindruckend. Alter, dieses Verständnis, so ein Spiel zu machen, das ist nicht. Ich habe ja schon mal in irgendeinem anderen Let's Play gesagt. Ich hätte auch manchmal so ein Talent, sowas zu machen. Ja. Schnell. Komm mal still, sonst wird's heute nichts mehr. Leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Junge. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Psst. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen... Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll.
klar. Gartenschaumkraut. Kratos, der Blümchenpflücker. Die Frau will Blumen. Dann werden wir ihr Blumen holen. Ne? So. Guck mal, da drüben sind doch schon Weiße. Nee. Ach, das sind Fische. Das sind keine. Okay. Okay. Hätte ja sein können. Wo sind denn die scheiß Blumen? Hier. Hübsche Blumen für die hübsche Frau. Die hübsche Unbekannte. So. Bengel ist nicht mehr da. Er wird wohl schon drinnen sein, oder? Gartenschaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Der war doch gerade ja nicht draußen, oder? Hä? Hab ich mich verguckt? Ach, da hinten? Nee, der war doch da nicht, oder? Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Er ist aber auch so ein richtiger Grand hier, hä? Junge, 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 nee. Zur Hexe zurückkehren. Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Wie werdet ihr mit Wildschwein braten? Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Cool. Geht auf das Licht zu. Mit Oma und Elvis am Ende. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.